Hallihallo, herzlich willkommen. Hier ist der Lars von Rohe Energie. Wir werden ganz oft gefragt, vor allem von Eltern, was gebt ihr euren Kindern für Nahrungsergänzungsmittel oder was nehmt ihr selber so? Wir sind ja Veganer, aber das hat damit nichts zu tun. Wir haben viele Sachen davon schon vorher benutzt. Und eine Sache, die will ich euch mal vorstellen mit den aktuellen anderen Sachen, die ich unbedingt empfehlen würde, sich sowas mal anzugucken. Das hier ist das, was wir früher immer benutzt haben. Ja? LaVita Fit fürs Leben heißt das. Und das ist ein Vitalstoffkonzentrat, so alt Multivitaminmittel. Und zwar ist das nur aus echten Pflanzen gemacht. Früher war das so, deswegen habe ich das auch noch nie empfohlen in irgendeinem Video, dass da Stutenmilch drin war. Und deswegen, seitdem wir vegan sind, das ist jetzt über 3,5 Jahre der Fall, haben wir das hier nicht mehr gekauft. Aber es hat sich etwas geändert. Und zwar, hier sieht man es, sie sind vegan. Sie haben es geschafft, diese Stutenmilch durch Fenchel oder irgendwas anderes zu ersetzen. Und seitdem haben wir das jetzt wieder bestellt. Das ist jetzt so, glaube ich, das gibt es schon seit 2 Wochen oder sowas. Wir haben jetzt auch schon so eine halbe Flasche jetzt ungefähr davon aufgebraucht. Und das haben wir früher immer benutzt, sogar zu unseren Low-Carb-Zeiten. Wahrscheinlich war das der einzige Grund, warum ich überlebte, aber nicht gestorben bin. Was ist der Unterschied zu normalen Multivitaminpräparaten? Das ist halt wirklich nur aus Pflanzen gemacht, jetzt mittlerweile, und aus Ölen und allen möglichen Geschichten. Hier ist eine Liste. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich kann ja mal ein bisschen grob lesen. Fruchtsaftkonzentrat aus Orangen, Zitronen, Äpfeln, Papaya, Trauben, Ananas, Maracuja, lalalala, Ingwer, Spitzwegerich, Schafgarbe, Gurken, Zwiebeln, Sauerkraut, grüner Tee-Mate-Extrakt, Vitamin C, Omega-3-Säuren, Natrium, Mylobdat, keine Ahnung was, das ist Leinöl, ist auch noch mit drin. Und was halt mit normalen Multivitamintabletten oft nicht funktioniert, ist, das geht nicht in die Zellen rein, weil das halt keine wirklichen Pflanzenstoffe sind. Und das Ding hat hier immer super funktioniert früher. Wenn unsere Kinder mal krank waren, haben wir ihnen das gegeben und jetzt geben wir ihnen das mittlerweile. Da gibt man so einen Esslöffel am Tag mit so 100 Milliliter Wasser, rührt man das an. Und dann hat man ein sehr lecker schmeckendes Getränk und unser Großer trinkt das immer. Der Kleine braucht es nicht so, weil der isst viel mehr Obst und Gemüse. Aber gerade wenn ihr jemanden in der Familie habt, der so ein bisschen angeschlagen ist oder nicht so oft sich ausreichend ernährt, da ist einiges drin. Hier ist auch D3 und B12 drin. In den normalen Mengen, in den normalen Dosen. Hier steht auch drin, wie viel. Da müsst ihr mal auf der Homepage gucken, ich verlinke euch die mal unten, genauso wie die anderen Produkte, müsst ihr mal selber nachgucken, die haben ja alle Informationen da, ich bin ja jetzt kein Fachmann. Wir sind aber Fan davon, so ein bisschen mehr B12 noch zu geben und D3, das würde ich zusätzlich noch machen, aber das hier ist auch was ich einmal am Tag nehme und wir waren damit immer sehr zufrieden. Und das ist jetzt seit kurzem vegan, deswegen kann ich es jetzt auch zum ersten Mal guten Gewissens empfehlen. Was ist immer noch sehr, sehr gut. Ja, hier, das ist heute wieder gekommen. Das habe ich im Angebot jetzt bei Amazon gekriegt für 10 Euro die Flasche. Das ist sehr ungewöhnlich, dass es so günstig ist. Das sind 1000 Mikrogramm B12-Methylcobalamin Lutschtabletten. Die sind mit Xylit, also mit Birkenzucker gesüßt und dann noch B12 drin in dieser aktiven Form. Und das geben wir unseren Kindern alle paar Tage mal zum Lutschen. Ist sehr hohe Dosis. Ich habe das ja mal checken lassen. Ich nehme jeden Tag eine und meine B12-Dosis war ungefähr 3-mal so hoch, wie sie sein musste. Das ist aber wasserlösliches Vitamin. Das bedeutet, ihr könnt ja nicht viel falsch machen. Man pinkelt das dann wieder aus und es macht auch nicht die Nieren kaputt oder sowas. Also das ist super gut für die Hirnfunktion. Und da genau, und darauf komme ich jetzt nochmal zu sprechen. Unsere kleine Tochter ist erst 16 Monate alt und die kann auch keine Lutschtabletten nehmen. Und der haben wir jetzt hier so ein B12-Spray besorgt. Da ist B12 natürlich drin und das ist jetzt alles so klein, ist auch vegan. Das B12 ist auch vegan hier. Ich kann jetzt gar nicht lesen, was da alles drin ist. Aqua, Kalina, Xylit auch und biologisch zertifiziertes Glycerin, Zitronensäure, Vitamin B12, Methylcobalamin. Also das ist so ein ganz lecker schmeckendes Spray. Das kann man direkt in den Mund sprayen. Das ist auch ganz rot. Ja, und das funktioniert sehr gut bei Kleinkindern. Das habe ich schon mehreren Leuten gemeldet, deswegen wollte ich es hier auch nochmal zeigen. Also für Babys, Kleinkinder, einfach so eine Dosis am Tag oder alle 2 Tage reicht sogar. Dann sind die damit abgesichert. Für die Hirnentwicklung ist das super, super wichtig und super gut.
Dann kommen wir hier nochmal zu Vitamin D3. Ich bin da ein Freund von Vitamin D3-Öl. Das ist hier vom Dr. Jacobs. Da gibt es noch etwas Besseres. Vitamin D3 mit K2. Das habe ich aber gerade nicht mehr da. Das habe ich gerade nochmal geordert. Und das ist aber hier vegetarisch. Das wird aus Schafswolle hergestellt. Und das sind aber auch Schafe, die nicht getötet werden, denen es auch gut geht. Deswegen ist hier auch dieses Vegetarisch-Symbol drauf, das offizielle. Aber es ist nicht vegan, das müsst ihr wissen. Ich verlinke euch aber auch noch mal ein paar vegane Tropfen. Da gibt es immer noch so die Diskussion von so ein paar Leuten. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Das, was richtig gut funktioniert, ist halt die 3, ja, mit der Aufnahme. Da habe ich jetzt noch mal ein paar Videos von Dr. Cracker drüber gesehen. Und eigentlich bilden Pflanzen D2 und das lässt sich nicht so gut aufnehmen, da muss man halt viel höhere Dosen nehmen und diese Flechten, aus denen halt D3 offiziell gemacht wird, in veganer Form, die haben jetzt plötzlich D3, aber da streiten sich noch so ein paar Leute, die ich kenne, ob das denn wirklich D3 ist, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit meiner Empfehlung, vielleicht weiß ich da demnächst mehr, dann mache ich da nochmal ein Video, aber solange ich da nicht sicher bin, nehme ich dieses D3-Öl. Dann ganz wichtig, haben mir auch mehrere Leute angemeldet in letzter Zeit, die gesagt haben, ja, mein Kind hat irgendwie ganz viele Probleme gehabt und eine Ohrenentzündung und so und hat ein Antibiotikum bekommen. Da muss man wissen, Antibiotikum ist wie so eine Atombombe auf den Körper, was alle Bakterien zerstört. Und da muss man sofort, wenn man Antibiotika nimmt, muss man sofort Probiotika dazu nehmen. Es gibt von dieser Firma hier, die heißt Nutriimmun, gibt es zwei oder sogar drei verschiedene Probiotika, die man halt nehmen kann, wenn man Antibiotika entweder nimmt oder genommen hat oder generell, um die Darmflora wieder aufzubauen. Das hier ist jetzt Probiotik pur. Das ist zum Aufbau noch zusätzlich der Schleimhäute. Das haben wir hier im Haus wegen unserer kleinen Tochter. Als sie damals im Krankenhaus zur Welt gekommen ist, gab es da ein paar Komplikationen und sie hatte sich so ein Keim da im Krankenhaus eingefangen und sie musste da Antibiotika bekommen. Und dann haben wir jetzt wirklich ihr ein ganzes Jahr lang das hier gegeben. Jetzt geht sie wieder sehr, sehr gut. Es hat sehr gut funktioniert, aber das ist wirklich so, wenn man dann gerade zur Welt kommt oder nur kleine Kinder, die können dann gar nicht die Darmbakterien richtig ausbilden. Also das hier ist sehr gut für alles, was mit Schleimhäuten zu tun hat. Und das Probiotic Protect, das sollte man vielleicht sich sofort kaufen, wenn man seine Antibiotika holt, wenn man denn welche nimmt, um das parallel zu nehmen. Das kann man nämlich dann, im Prinzip ist das der Dünger für die guten Bakterien und die bösen Bakterien, die gehen dann halt quasi kaputt. Also das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Das hat uns meine Heilpraktikerin damals gesagt, die gleiche, die uns hier dieses Lavita damals empfohlen hat. Die war super und oder ist super, aber die ist jetzt schon in Rente. Die macht nicht mehr viel. Also das ist super. Ich nehme hier, weil ich kann ja, genau, also nochmal als Unterschied, etwas unorganisiert das Ganze hier. Das ist halt ein Pulver, das kann man einfach in Wasser auflösen oder in Hafertrink oder in Muttermilch und das können die Kinder dann halt sehr gut nehmen. Da ich halt so Kapseln nehmen kann, habe ich hier so Bifido und Lactobacillus, Acidophilus Bakterien und noch ein paar andere von Dr. Jacobs in so einer Reishülle ist das, glaube ich. Ich gucke gerade nochmal, was da drin ist. Kartoffelstärke, pflanzliche Kapselhülle, genau. Die Bakterien werden auf ganz kleinen Spuren von Milch oder Eiern angezüchtet. Das geht leider nicht anders. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, aber das ist meistens nicht hundertprozentig vegan. Aber die Mengen, die man braucht, um diese Bakterien anzuzüchten, die vermehren sich ja, sind extrem gering. Also bei Medikamenten sind wir da auch nicht so dogmatisch, weil das oft dann nicht geht. Ja. Das nehme ich so einmal am Tag. Meistens abends zum Abendessen, weil ich auch immer noch nicht so perfekten Darm habe. Ich habe ja auch Allergien früher gehabt. Also solange ich das nehme, geht es mir ziemlich gut. Und jetzt als letzten Tipp noch, was man nehmen kann. Das ist alles nur optional hier, was ich zeige. Ne? Keiner muss irgendwas nehmen, aber ist halt manchmal sehr hilfreich. Manche Leute sind noch angeschlagen. Ne? Das sieht auch jetzt mittlerweile anders aus. Gibt es auch natürlich von anderen Herstellern. Das sind Omega-3-Kapseln aus Algen. Und die sind sehr schön hoch dosiert. Da hat eine Kapsel, hat da, hier unten steht es irgendwo, 550 Milligramm Omega-3 und davon sind das 300 Milligramm DHA und 150 Milligramm
EPA. Und ich habe das ja öfters mal gemacht, dass ich auch gefastet habe, auch mal über mehrere Tage oder Wochen. Und da merkt man dann schon, wenn man dann nichts isst und auch gar kein Omega-3-Fett zu sich nimmt, dann geht irgendwie die Hormone gehen da durcheinander. Und ich habe letztens noch mal gefastet und einen Test gemacht. Und wenn ich eine solche Kapsel am Tag nehme, dann ist die Hormonproduktion perfekt. Also mehr brauche ich nicht an Fett, um zu funktionieren. Diese eine kleine Kapsel reicht. Und diese eine kleine Kapsel hat an Kalorien, wenn man jetzt auf sowas achten wollen würde, da ist es 10 Kilokalorien. Also mit 10 Kilokalorien Fett am Tag in der richtigen Form kann man seinen Hormonhaushalt optimieren. Auch ideal für Frauen, die vielleicht ihre Tage nicht mehr bekommen oder Probleme auch haben, schwanger zu werden. Einfach mal testen. Guckt mal nach einem veganen Omega-3-Präparat. Ganz wichtig für Schwangere, für Frauen, die schwanger werden wollen und für Stillende. Am besten eine so Kapsel am Tag nehmen, dann versorgt euer Kind mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren in veganer Form. So, gut, keine Ahnung, wie lang das Video jetzt geworden ist. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil wir werden immer wieder gefragt und diese ganzen Vitamin-Videos sind auch sehr, sehr erfolgreich bei uns. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Das ist so der Grundstock, was man so nehmen kann. Ich nehme noch ein paar andere Sachen mehr, zum Beispiel organischer Schwefel nehme ich noch. Alexander nimmt noch Zeolit und manchmal nehme ich sogar Grünteekapseln, die sind aber sogar entkoffeiniert. Da kann ich auch gerne noch mal ein Video drüber machen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich empfehlen kann. Wenn ihr wollt, dann schreibt mir doch bitte mal Kommentare rein, ob ich noch mal so ein Video machen soll, über was es denn so alles gibt. Ja? Wir haben ja mit sehr vielen Leuten auch gearbeitet und kennen uns ganz gut aus. Manche haben ja wirklich richtige Beschwerden. Wenn wir alle auf einer Insel mit schönem Sonnenschein leben würden, dann müssten wir überhaupt nichts nehmen, wo die Lebensmittel alle in Bio-Qualität und frisch sind und reif, gar kein Thema. Das ist nur ein kleiner Anreiz, sich mal weiter zu informieren. Links findet ihr unten in der Infobox. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch Tipps an Nahrungsergänzungsmitteln, die ihr gut findet. Die ganzen Sachen, die ich sonst noch so benutze, auch das Zeolit und das MSM, das habe ich alles durch euch erfahren, durch Kommentare von euch, durch persönlichen Kontakt. Also ruhig mal ein paar Tipps reinschreiben. Ich bin da sehr experimentierfreudig. Ich probiere eigentlich fast alles aus und wenn es funktioniert, dann kaufe ich es mir auch und benutze es weiter und zeige es euch dann auch irgendwann mal. Macht's gut, bis bald und tschüss.